Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vor ein paar Tagen auf Facebook ein kleines Testvideo hochgeladen, wo ich vor einem Spiegel stand. Einige Zeit hat mein Spiegelbild genau das gleiche gemacht wie ich und dann plötzlich hat es was anderes gemacht als ich. Hier kurz eingeblendet. Ja, und in diesem kleinen Making-of-Video möchte ich euch kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Und zwar habe ich erst einfach nur aus der einen Perspektive gefilmt, wie ich ganz normal vorm Spiegel stand und halt in mein Spiegelbild geschaut habe und das Spiegelbild hat ganz normal das gemacht, was es machen soll. Also das war wirklich der leichteste Take. Die einzigen Probleme dabei war, darauf zu achten, dass man halt weder Kamera noch Softboxen noch sonst irgendwas sieht im Spiegel. Dann kam die Stelle, wo hinter mir was umgefallen ist. Ich habe mich quasi erschrocken umgedreht und das Spiegelbild hat sich natürlich auch noch mit umgedreht. Und dann habe ich halt eine Szene reingefädelt im Schnitt, wo eben dieser Teppich da auf dem Boden lag. Als nächstes habe ich aus genau der gleichen Perspektive wie bei der normalen Spiegelszene gedreht, wie der Spiegel halt zugedeckt war in einem grünen Tuch. Und da habe ich dann das Ganze nochmal gedreht, wie ich einfach nochmal in den Spiegel geschaut habe und mich irgendwie so ein bisschen blablabla rumgemacht habe und mich dann umgedreht habe. Und dann habe ich mich wieder zurück umgedreht zum Spiegel, habe mich halt total erschrocken und bin zurückgezuckt und so. Tja, da ist halt jetzt erstmal eine grüne Fläche ganz normal nur. Und dann habe ich nochmal aus der gleichen Perspektive, habe ich mein Spiegelbild gefilmt. Ich habe mich wieder dahingestellt, wo ich vorher stand, aber ich habe halt mein Spiegelbild gefilmt, wie ich plötzlich was anderes mache. Und das habe ich dann halt so zusammengeschnitten, das kann ich euch auch mal zeigen. Hier ist der normale Take, wo sich alles normal verhält. Spiegelbild macht genau das, was es machen soll. Und dann sieht man eben hier die Tonspur von dem umfallenden Teppich und wie ich mich halt umdrehe. Und dann als nächstes sieht man den Teppich auch. Das ist dieser Take. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Als nächstes ist hier der Take. Ich mach mal kurz. Hier sieht man den Take, wie ich vor der Kamera stehe und das Spiegelbild spiele. Und da drüber kommt dann allerdings, jetzt mache ich die wieder an, da drüber lege ich dann die Szene, wo ich mich quasi umdrehe und erschrecke, weil ich mein Spiegelbild sehe, das was anderes macht. Und mach quasi den Greenscreen-Effekt weg. Ich kann das mal kurz zeigen, wie der Greenscreen-Effekt noch da ist. Ist bei Videoeffekte, Chroma Key. Das ist ja schon. So sieht es aus, wenn der noch da ist. Und mit dem Greenscreen-Effekt mache ich ja quasi die grüne Stelle transparent. Aber wie gesagt, nur die grüne Stelle. So dass man mich nicht sieht, wie ich dieses Spiegelbild spiele. Also, alles clever ausgetüftelt. Das einzige Problem ist noch, dass man, wenn man genau hinschaut, Ränder von dem grünen Tuch sieht. Da sollte man halt ein bisschen besser aufpassen, dass man das wirklich sehr, sehr ordentlich macht. Dass man da keinen Spiegel, dass man da keine Rückstände oder sonst was sieht. Und dann würde ich sagen, war es das von dem Making-of. Man sieht sich vielleicht irgendwann demnächst in einem neuen Video. Es kommt irgendwann bald auch nochmal die letzte Folge von Harry Potter Relife raus. Also diesmal wirklich die letzte. Gibt es dann auch nochmal ein Infovideo zu. Und da würde ich sagen, was ist von mir. Man sieht sich. Ciao.